Liebe Angela Merkel, liebe Frau Bundeskanzlerin. Ja, ich sage das jetzt so überdeutlich, weil man sich inzwischen ja schon fragt, ob Sie überhaupt noch wissen, dass Sie Kanzlerin sind. Rechte Randgruppen veranstalten den lautesten Schweigemarsch der Geschichte. Und Sie erinnern währenddessen an die abgehalfterten Altstars im ZDF-Fernsehgarten, die vor Jahren mal diesen einen einzigen Hit hatten und dazu nur noch gelangweilt beim Playback die Lippen bewegen. Mit ihrem Schmuseohrwurm "Wir schaffen das" schafften sie es 2015 auf Platz 1. Wir bestaunten ihre unerwartete Menschlichkeit und dachten sogar kurz, das C in CDU stünde tatsächlich für christlich. Bis sich herausstellte, nein, es steht für chaotisch. Wie bei Wolfgang Petri riefen erst alle Wahnsinn, aber dann nur noch Hölle, Hölle, Hölle. Der Bums im Bamf, Personalmangel, polizeiliches Versagen, Abschiebechaos und eine derart schlampig durchgeführte Einreisekontrolle, bei der anscheinend selbst der komplette bewaffnete IS beim Betriebsausflug lachend hätte durchmarschieren können. Ja. Und was kam von Ihnen? Richtig, nix. Ja. Selbst Trump würde wenigstens mal twittern. Und sogar im Bus freut man sich ja ab und zu mal über eine Durchsage. Obwohl die Leute dort zumindest schon wissen, wo Endstation ist. Aber das haben dann stattdessen die Rechtsradikalen übernommen. Oder Seehofer. Ja, entschuldigen Sie die Doppelung. Überhaupt fragt man sich, warum der Bajuwaren Brutus nach zahllosen Meuchelmordversuchen immer noch ihr Innenminister sein darf, anstatt am Ammersee zu sitzen und Murmeltiere zu zählen. Ihre humane Politik war dann ja auch schneller wieder Geschichte als der Schulzzug. Das Asylrecht wurde verschärft. Erdogan zum schäbigen Türsteher vom angesagten Club Europa befördert. Und die Obergrenze kam auch, nur mit anderem Namen, aus Rücksicht auf die verbliebenen Gutmenschen. Ja, alle Achtung, also gegen diesen Kehrtwendenmarathon ist jeder Clean Diesel ein Ausbund an Ehrlichkeit. Dazu passt auch Ihre Butterfahrt nach Afrika letzte Woche, auf die Sie natürlich die deutschen Wirtschaftsbosse mitnahmen. Denn auch wenn es offiziell ja darum ging, die Fluchtursachen zu bekämpfen, soll doch in Wirklichkeit der Zukunftsmarkt Afrika erschlossen werden. Ja, die deutsche Wirtschaft ist an fairem Handel nämlich so interessiert wie Heidi Klum an gleichaltrigen Männern. Lassen Sie mich Ihre Flüchtlingspolitik deswegen kurz und sachlich zusammenfassen. Frau Merkel, Sie haben es verkackt. Ja, so richtig mit Schmackes. Nein, Sie sind keine Volksverräterin. Das können die Pegida-Schwachmaten noch so laut in den sächsischen Abendhimmel rülpsen. Aber Sie wirken in der ganzen Angelegenheit noch planloser als Boris Becker bei der Insolvenzberatung. Die Folge: Willkommenskultur ist ein Schimpfwort geworden. Die Menschen gehen sich gegenseitig an die Gurgel. Und die AfD gewinnt weiter Wähler, obwohl ihr seniler Chef Alexander Gauland die Digitalisierung für eine seltene Art von Fußpilz hält. Okay, ja, jetzt wollen sie ja sogar wirklich irgendwann selbst nach Chemnitz reisen, hört man. Wow, also toll. Nein, wirklich blitzschnell reagiert. Wie eine sehr alte, fußlahme Galapagos-Schildkröte mit 4 gebrochenen Beinen, die man bei einem Großbrand mit Benzin zum Löschen schickt. Ja. So viel Lethargie in einer Krise muss man sich erst mal trauen. Respekt und dafür vielen Dank.